Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, dass es auch möglich ist, mit dem 3D-Drucker sinnvolle Teile zu drucken und Teile auch, die einen Sicherheit geben, sicherheitsrelevante Teile. Und zwar geht es um Folgendes. Wir sind Hundebesitzer, wir haben zwei Hunde und uns ist es oft passiert, dass sich der Karabiner geöffnet hat und die Hunde dann frei rumliefen. So, das ist eigentlich eine Situation, die sollte vermieden werden, gerade bei Hunden, so wie es im Fall von uns ist, dass die, wenn sie ohne Leine laufen, wie Chaoten durch die Gegend rennen, machen, was sie wollen. Und da ist es bei uns schon mal ein paar Mal vorgekommen, dass sich der Karabiner geöffnet hat und dann war da die Katastrophe halt da. Das Schlimmste, was passiert ist, ist, der Karabiner hat sich vom Jagdhund geöffnet, er ist frei rumgelaufen. Ein Schäferhund begegnet, der hat ihn gepackt, am Rücken verletzt, musste genäht werden, war eine Riesenwunde. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, da muss was gemacht werden, da muss einfach eine Sicherheit her, dass das nicht mehr passiert. Es gibt natürlich Möglichkeiten, andere Karabiner zu kaufen, aber wir haben ein Halsband, zwei Halsbänder für die Hunde und es gibt zwar einen Karabiner, wo man mit Kugel und Magnet, die zusammenhalten, das Neueste, was da auf dem Markt ist. Aber da müsste man sich alle Leinen, die man hat, neu kaufen, weil das ist ja nicht kompatibel zu den alten Leinen. Also habe ich mir was überlegt, dass ich auch unsere alten Leinen sicherer machen kann, dass die Karabiner sich nicht mehr öffnen. Und wie und was ich da gemacht habe, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Dazu wechseln wir mal die Position. So. Also hier ist das Teil, was ich produziert habe. Das ist eine Sicherung, damit sich der Karabiner nicht mehr öffnen kann. Das wird auf dem Karabiner draufgesteckt, geht nicht von alleine runter, zeige ich euch gleich, und verhindert dadurch, dass sich der Karabiner von alleine öffnet. Schauen wir uns das mal an. Hier ist ein Karabiner. So, das Ding wird mit der Öffnung hier draufgeklippt. Zack, das Ding sitzt, geht auch nicht mehr runter, kann man so nicht runterziehen. Der Karabiner kann sich nicht öffnen, absolute Sicherheit. Ich habe das extra so konstruiert, falls der Hund mal durch ein Gebüsch läuft oder sowas, dass er auch nicht hängen bleibt, dass gar nichts passiert. Kann schön abgleiten. Absolut sicher. Zum Abnehmen dreht man das einfach in eine Richtung und nimmt es runter. Also drauf. Bisschen Aufwand, zack, das Ding sitzt, ist drauf, Karabiner kann sich nicht öffnen, ist auch nicht zum Abnehmen so geeignet, also kann man nicht einfach so abziehen, das fällt nur durch ein Drehen zu einer Seite und dann kann man es abnehmen. Das ist die Sicherung, die ich produziert habe und damit fühlen wir uns jetzt richtig sicher, wir gehen nicht mehr ohne diese Sicherung aus dem Haus mit den Hunden, die ist immer dabei und das war kein großer Akt. Das zu produzieren, das eben zu konstruieren. Und man kann sich nicht vorstellen, was das einem für eine Sicherheit gibt, wenn einem schon ein paar Mal das passiert ist, dass der Karabiner sich geöffnet hat. Also mit dem Ding fühlt man sich sicher, da kann gar nichts passieren. So kann man auch sich mit den alten Karabinern richtig sicher fühlen und braucht keine Angst haben, dass der Hund sich von alleine reißt und abhaut. Ja gut, wenn jetzt der Karabiner brechen tut oder so, ist was anderes, da hilft die Sicherung auch nicht, aber dieses normale Öffnen mit dem Runterdrücken funktioniert nicht mehr. Das Ding hält und ist eigentlich ein Top-Teil. Also wir benutzen es nur noch. Wir gehen nicht mehr ohne aus dem Haus und fühlen uns richtig sicher dabei. Also eure Meinung würde mich mal interessieren. Was denkt ihr über das Ding? Ist das zu gebrauchen? Also von unserer Sicht aus top. Wir gehen nicht mehr ohne. Aber eure Meinung würde mich auch mal interessieren, wie ihr darüber denkt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.